Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es wird wieder Zeit für einen kleinen Reisevlog. Camping zu dritt, tatsächlich. Wir warten auf Thorsten. Mhm. Und der dann geht's gleich. Wohin, wenn alles gut geht? Nach Göttingen. Ja, wollen ein schönes Wochenende da verbringen und so wirklich losgehen tut's wann? Immer nach dem Intro. Er hat so recht. Aufi, 17.19 Uhr angekommen in Göttingen. Ja. Und ich weiß ehrlich nicht, was deine Eltern eigentlich zu meckern haben. Hier sind so viele Plätze. Also hier waren jetzt bestimmt noch 10 bestimmt, mal ganz locker. Das kann nicht sein, weil offiziell gibt es hier nur 12 Plätze. Ach so, meinst du? So steht es in der App Park Fortnite. Frag mich doch soweit nicht. Okay, auf jeden Fall sind hier noch einige frei. Also ja, immer wieder Lücken. Auf jeden Fall können wir wieder sagen, zu dritt. Ja. Kamerakind. Ohne, dass sie die Kamera hält. Also, Kamerakind in Freizeit. Ja. Weil, wie ich gehört habe, macht jetzt freitags immer das, was der Name sagt, frei. Mhm. Bis zum Ende des Jahres zumindest, hast du gesagt. Also, ja. Dementsprechend vielleicht dann kriegen wir es Samstag, denn der ist ja nicht mehr frei. Viel Gelaber gibt es jetzt nicht. Wir werden jetzt uns gemütlich Essen machen. Mhm. Werden einen gemütlichen Spieleabend verbringen. Und morgen, wenn es geregnet hat, zeigen wir euch Göttingen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, die Antwort ist richtig. Da haben wir uns dann geeinigt. Wir hatten gestern noch einen schönen Spieleabend. Habt ihr ja alles jetzt schon gesehen. Und jetzt geht es für uns, also für ihn und mich, also Thorsten, falls ihr den Namen nicht habt. Chiffrenummer ist unten eingeblendet. Ne? Jetzt zu einem Bäcker, der soll hier in der Nähe sein. Stefan macht in dem Moment Frühstück. Auf jeden Fall sehr ruhig hier, sehr schön hier. Kann man empfehlen. Guten Morgen. Morgen. Also richtig toll. So großen Platzrunde zeigen wir im Laufe des Videos. Jetzt holen wir Brötchen. Sollen, in wie vielen Meter haben wir welche? In 260. In 260 Metern, das heißt direkt fußläufig gibt es sogar noch einen Brötchenservice. Was will man mehr? Und ja, wir melden uns dann nachher, wenn es in die City geht. Ja, ja. Nachdem wir lecker gefrühstückt haben, mit Brötchen vom Bäcker, der hier keine 300, 400, 600 Meter entfernt ist. Noch weniger? Keine Ahnung. Wir werden es nachher nochmal, wir werden die Schritte zählen. Ja, wir können ja auch einfach mal das Navi anmachen, seht das ja. Kann man machen. Auf jeden Fall direkt hier am Schwimmbad ist ein Bäcker. Nicht, dass wir da einen Bäcker hätten, hat Stefan jetzt wieder mal einen Kuchen gemacht. Lecker Apfelkuchen, den werden wir nachher essen. Und jetzt wollen wir endlich mal in die Stadt Göttingen, denn wir haben es ja schon 10 vor 11 Zeit, die Stadt zu besuchen. So ist es. Und sonst Kuchen war wieder, hast du alles richtig gemacht? Weiß ich nicht, ihr habt es doch nicht probiert. Nachher fallt ihr nachher tot um. Das werden wir dann noch sehen. Das werdet ihr in dem Sinne sehen, wenn das Video läuft, sind wir nicht tot umgefallen. Ja. Weißt du, wir sind doch nicht doof. Ach so, so ist es also, na gut. Sabbelkopf, ey. Also los geht's. Jetzt sehen wir jetzt den Gänselieselbrunnen, also die Brunnenanlage, die durch Teile der Studentenschaft in ihrem Brauchtum mit einbezogen worden sind. Nach ihrer Immatrikulation bestiegen Studenten den Brunnen, um die Brunnenfigur zu küssen. Es gab sogar eine Verordnung, dass das irgendwann verboten war. Zum 100-jährigen Jubiläum des Gänselies hob der Rat der Stadt 2001 das Küssverbot offiziell auf. Seitdem sieht man immer wieder Doktoranden nach ihrer erfolgreichen Prüfung, wie sie dem Gänselieschen einen Blumenstrauß überreichen. But
Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Da sind wir wieder zurück aus Göttingen. Ja, war schön. Wir suchen jetzt aber für unsere Chiffrenummer einen Gay, der gerne Oettinger trinkt, um zu gucken, ob das funktioniert. Hier war sie gerade kaputt gemacht. Auf jeden Fall, hat gesucht, Chiffrenummer ist eingeblendet. Schreibt doch da einfach, wenn ihr ein Gay mit Oettinger seid, dann haben wir wenigstens den Göttinger hier gefunden. Oh mein Gott. Richtig lecker gegessen und das empfehlen wir euch wirklich vom Herzen. Ja. Zum Syltenburger, so hat mir das mindestens das Navi gerade so gesagt. Oder Burger? Naja, Burger. Auf jeden Fall richtig leckeres Essen, ihr seht es gerade eingeblendet. Richtig yum, yum, yum. Oh ja. Gänsezeit natürlich jetzt nur im November, Dezember. Nicht, dass ihr jetzt im Sommer kommt und sagt, wo ist meine Gans? Ja, man könnte sagen, die Martinsgans war das jetzt, ne? Ja, heute ist ja auch St. Martin. Richtig, deswegen passt das ja auch. Und grad. Karneval. Leider Gottes haben die echt Glück gehabt. Ich hatte keine Kamelle. Ich wollte um 11.11 Uhr die Leute mit Kamelle bewerfen. Ich hatte aber keine. Am Gänseliesle? Am Gänseliesle, ja. Ah. Dazu habt ihr ja Informationen bekommen. Ne? Also dementsprechend richtig coole Stadt. Kann man sich mal anschauen. Wir sind jetzt zurück. Ich habe noch was zu tun. Genau. Jetzt muss nämlich der Kuchen da raus. Und dafür brauchen wir wieder, müssen wir wieder was anderes machen, müssen wir wieder eine andere Kamera aufbauen und. Und ja, dann werden wir bald, weil ich glaube, hat jetzt hier irgendjemand schon Hunger? Nein, es schüttelt alles mit dem Kopf. Es schüttelt alles in den Kopf, das heißt, so schnell gibt es keinen Kuchen. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. So, paar Informationen. Wir sind nochmal rausgegangen zum Stellplatz hier in Göttingen. Also was wir hier haben, ist ein öffentliches WC, wo man einen PIN braucht. Ich glaube, den PIN kriegt man, ja, lest euch das mal durch, wo man den PIN kriegt. Wir brauchen es nicht, da wissen wir es nicht. Normale Müllcontainer, das heißt, hier wird entsorgt, also hier getrennt. Es gibt aber auch ganz normale Mülltonnen, das seht ihr hinter mir. Sonst gibt es hier einen wunderbaren Automaten, wo man nur mit Karte bezahlen kann. Aber Apple Pay, Visa, Kreditkarte, alles wunderbar. Kostet erstmal maximal, dürft ihr nur 3 Tage hier bleiben und pro 24 Stunden 17 Euro. Wirklich positiv ist, wenn man das sagen kann, ist, es sind echte 24 Stunden. Es gibt ja solche falschen 24, egal wenn ihr ankommt, ihr müsst dann zu einer Uhrzeit weg. Das ist hier nicht der Fall.
Und ihr könnt auch gerne duschen. 1,50 Euro im Badeparadies, das ist dahinter gleich. Fähr- und Entsorgung gibt es hier auch am Platz. Das habt ihr da, wenn man so Frischwassertoiletten ist. Ein Bodenauslass, relativ großer, das ist auch vernünftig. Da wird auch die Toilette drin gemacht. Und sonst, ja, das ist jetzt die gute Frage, haben wir, wie viele Plätze das sind. Theoretisch laut Parkkonnect sagt er 12, ich würde behaupten, sind ein paar mehr Plätze. Strom ist auch mit dabei. Was das aber kostet, kann ich euch gerade nicht sagen. Aber ich könnte ja mal gucken, was da so dran steht. Das hoffe ich ja mal, dass ich das schnell lese. Nö, blende ich euch ein. Aber was ich ja gerade sage, ihr Parkstelle hätte einen Gutscheinabriss für die Badeparadies. Das heißt, ihr kriegt einen Nachlass von 50 Cent. Uiuiuiui. Also richtig viel. Und sonst einmal den Schwenk über den Platz. Also er ist schon schön, kann man nicht anders sagen. Und man ist halt auch relativ dicht bei der Stadt. Sag nicht, da steht jetzt was für was Strom. Der Code für die WC-Anlage ist auf dem Parkticket. Auf dem Parkticket? Na, wie gut, dass wir gerade hier noch Torschen haben. Wie gesagt, Chiffrennummer, ne, wird euch eingeblendet. Wir suchen ja immer noch den Gay mit Oettinger. Ja, und sonst kurz mal noch gezeigt in die Richtung. Also da ist dann das Badeparadies. Also alles am Platz, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal Göttingen besuchen will. Wir haben uns jetzt informiert, was kostet der Strom eigentlich hier am Platz? Gar nichts, ist nämlich kostenfrei. Und ich könnte wetten, der da springt dann gleich raus und wird hier Strom anschließen. Also ist ja eine richtig coole Sache. Dann 17 Euro, haben erst gedacht, ist ein bisschen teuer. Aber naja, wenn Strom schon mal inklusive ist, dann gibt es wenigstens einen Daumen dafür nach oben. Draußen am Regnen, wie richtig Össepösel, macht ja gar keinen Spaß. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir euch heute noch mal was anderes zeigen können, als das, was wir vorgehabt haben. Tja, werden wir mal sehen, mal gucken. Also wenn es so die ganze Zeit regnet, dann macht das natürlich auch nicht so viel Spaß. Dann werden wir wahrscheinlich hier eher so ein Spieleabend und wir haben noch ein schönes Glas Wein, haben wir noch. Da gibt es noch was Besonderes. Genau, den haben wir hier. Das habt ihr vielleicht, oder zeigen wir euch jetzt kurz mal ein paar Bilder aus dem Weinstore. Ist ja schon genau. Ziemlich alt, das Weinstore. Der war cool, der war wirklich schön. Das und, ist das ja, super. Gänselieschen? Gänselieschen, ja. Ist das ich glaub, so? Ich glaube, man nickt hier schon. Ja, das ist nämlich falsch. Das ist das Göttinger Liesle. Liesel. Genau, so hieß der Wein, richtig. Aus der Moselregion. Den werden Stefan und Thorsten auf jeden Fall heute noch probieren. Mhm. Mal gucken, ob das was ist. Auf jeden Fall toller Laden. Könnt ihr mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Da findet man einiges. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, selbst bezahlt, aber im Endeffekt gesponsert bei Thorstens Eltern. Richtig. Weil der junge Mann kriegt noch Taschengeld. Urlaubsgeld. Hier ist das Urlaubsgeld. Ja. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf, ne, hier für unsere Chiffrenummer. Wir suchen jeden Gay, der gerne Oettinger trinkt, damit wir den Göttinger mal einfach erkennen. Und jetzt würde ich sagen, morgen geht's hier weiter. Wir wollen noch uns das eine oder andere anschauen, was hier in der Region ist. Ja. Und da soll das Wetter auch besser passen, also dementsprechend einfach dranbleiben. Gleich geht's weiter.
Es sieht nach gutem Wetter aus. Mir fällt gerade ein, ich habe meine Sonnenbrille auch noch gar nicht raus. Das muss ich auch noch mal gleich holen. Ja. Ja, in dem Sinne, guten Morgen. Ihr habt schon einiges gesehen. Wir haben uns bewegt. Wir haben uns aus Göttingen wegbewegt, sind jetzt in der Nähe von der Burg Plesse. Plesse. Und wie die genau aussieht, da hat Stefan jetzt was vor. Mhm. Und das zeigen wir euch jetzt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also. Kurzer Feedback nochmal zum Stellplatz. Wieder 34 Euro für 2 Nächte. Ja, wenn nicht gerade Schattenparker dabei wären. Kuschelparker. Schattenparker, dann ja, ist das auch ganz angenehm. Wieder 28 Plätze. Direkt an der, wie nennt sich das, Schwimmbad gibt es auch nochmal welche. Also ganz in Ordnung. Und der Strom hat kostenfrei. Lohnt ja sich auf jeden Fall. Und Göttingen ja auch eine Daumen schöne Stadt. Oben. So, und jetzt gibt es die Bilder, die wir gerade versprochen haben. Wieder zurück von der Burg Plesse. Das war schön. Nochmal eine schöne Aussicht. Genau, der Turm kostet 1 Euro für Erwachsene, 50 Cent für Kinder. Ja, es ist eine kleine Kasse, die, wo man das reinsteckt. Also sollte man natürlich schon machen, logischerweise. Und ja, ist ja auch jetzt nicht teuer. Ja. Es gibt teurere Dinger und du siehst nichts. Und du hast von hier eine hohe, große Landschaft, die du anschauen kannst. Wenn jetzt noch ein bisschen Frühherbst wäre, hätten wir natürlich noch viel mehr Laub gehabt, aber... Ja, ein bisschen bunter vielleicht noch, aber es war trotzdem sehr schön, weil wir haben hier sehr viel Laubwald. Also im Herbst ist es hier immer sehr schön. Immer sehr zu empfehlen. Allgemein Göttingen empfehlen wir euch. Dann natürlich auch das Restaurant, was gerade eingeblendet wird. Ich glaube zum Sültenburger, Burger. Auf jeden Fall richtig cooles Essen, lohnt sich. Und ja, dann würde ich sagen... Das war's. Das war's. Mhm. Das Essen kocht. Jo. Und weil das habt ihr erst im letzten Reiseblog gesehen, deshalb enden wir hier einfach und wünschen euch alles Gute, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Außer wolltest du noch was sagen? Nein. Na, dann ist ja gut. Sind wir durch.